Obolus? Der Herr wird es euch vergüten. Danke. Ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Einen Groschen, Misère. Bitte nur einen. Jetzt eine schöne Pfeife des Friedenskauls. Ja, ja. Ach, warum muss das Zeug so teuer sein? Mal fast zum Gruß. Schreitet wohl. Lass. Heute Met im Angebot. So, so. Will er das? Der gute Milbert und seine Silberzunge. Jetzt hat er sogar schon Lakaien gefunden, die die Drecksarbeit für ihn erledigen. Ich mach's kurz. Ich werde den Schlüssel behalten. Ich weiß nicht, was er euch erzählt hat, aber sicher nicht die Wahrheit. Wenn ihr die kennen würdet, wärt ihr jetzt nicht hier. Über den Überfall. Das hat er euch doch sicher erzählt, oder? Wie die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben und wie nur wir beide es aus dem Dorf geschafft haben. Was er euch vermutlich nicht erzählt hat, ist, dass er abgehauen ist, während ich noch im Haus war und mich versteckt habe. Er hat sich einfach alles gekrallt, was nach Groschen aussah, und ist abgehauen, verdammt! Wenn ich damals verreckt wäre, es hätte ihn kein Deut gekümmert. Aber gnädig wie das Schicksal war, kam's natürlich anders. Ich bin ihm nachgerannt, bis nach Ark, in diese verdammte Unterstadt hier. Aber nein, meint ihr, er war froh, mich zu sehen? Natürlich nicht. Er hat mich in seinem Zimmer schlafen lassen und er hat es so dargestellt, als sei es ein Privileg. Als das Geschäft lief, ist er abgehauen, in sein hübsches Haus dort oben. Ich bin ihm scheißegal, so wie schon immer. Ja, er zahlt für mein Zimmer in den Baracken, wenn man es denn so nennen kann, aber ansonsten nichts. Und jetzt kommt er angekrochen, weil ich mir den Teil des Erbes nehme, der mir zusteht. Das kann er vergessen. Ich überlebe. Und da ich anders als mein Bruder für den nächsten Groschen nicht über Leichen gehe, ist das gar nicht so einfach hier unten. Tch, das glaubt ihr doch selbst nicht. Schön. Ich sehe schon, ihr seid so dumm, wie ihr aussieht. Na dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr auch beißen könnt. Gewonnen. Ich sage euch, wo der verdammte Schlüssel ist. Aber erwartet nicht zu viel. Das Geld ist ohnehin fast weg. Er liegt hinter Fässern am Eingang der Mine beim Marktplatz in der Unterstadt. Geht und bringt ihn Milbert. Und richtet ihm aus, dass er im Sonnenfeuer brennen soll. Hm? Was wollt ihr? Oberstädter. Lass. Hm? Thank you.
Geht weiter. Geht weiter. Thealoa Arantheal ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Truchessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Weiter. Was? Was? Hm.
nee, cool. Verzeih. Schreitet wohl. Was? Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Habt ihr nicht irgendein Theaterstück zu verpassen, Oberstädter? Helfen? Na, das wage ich zu bezweifeln. Es sei denn, ihr habt einen Beutel mit 300 Groschen zu verschenken und zwei Bund Götterzunge am besten noch dazu. Ich weiß nicht. Ihr scheint in Ordnung zu sein, aber man merkt euch an, dass ihr nicht von hier kommt. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum ein Sonnenkind sich für meine Probleme interessieren sollte. Ihr seid wirklich hartnäckig, wisst ihr das? Aber na schön, was kann schon schaden? Der Vatürensohn da drüben, Kaba Torval, er ist der einzige Händler in der Unterstadt, der noch roten Winwurz hat. Aber weil er das weiß, verkauft er ihn für Preise, die selbst die Dünkel aus der Oberstadt schreiend aus dem Laden rennen lassen würden. Tja, und wenn die Apothekarii im Pesthaus nicht bald Nachschub bekommen, werden die Fleischmadenkranken dort beginnen zu sterben wie die Schmeißfliegen. Klar, tagsüber. Und nachts verdinge ich mich als kilianische Tänzerin für den heiligen Großmeister. Nein, im Ernst. Ich bin nur das Mädchen für alles. Erledigungen, Einkäufe und so weiter. Aber damit bin ich schon besser dran als die meisten hier. Könnten Sie ja und tun Sie auch. Aber das ist bei weitem nicht genug. Und besonders, weil seit Monaten schon kein Bote, den Sie zum Kloster im Norden schicken, zurückkommt, geht auch langsam das Geld aus. Ihr seid kein Alchemist, was? Roter Winwurz ist das Einzige, das helfen kann, die Fleischmaden aus den Körpern von Kranken zu kriegen. Das Problem ist, dass es Monde dauert, bis die Behandlung anfängt zu wirken. Und das kann sich zumindest hier unten nicht jeder leisten. Natürlich weiß er das. Aber er sieht eine Möglichkeit, sich die Taschen voll zu schaufeln und nutzt sie. So war dieser Hund schon immer. Vielleicht könntet ihr das, ja? Wir brauchen mindestens 10 Bündel, damit die Apothekare ihr etwas daraus brauen können. Aber ohne undankbar klingen zu wollen, erwartet nicht, dass ich euch für eure Hilfe irgendwas geben kann. Na dann, viel Erfolg. Obernamen der Sonne. Nimmt das denn nie ein Ende? Sagt Natalia, dem Haus der Apothekarii oder wer auch immer euch geschickt hat, dass es bei dem Preis bleibt. Ich brauche unbedingt dieses neue Kräuterelixier für meine Haare. In der Oberstadt würdet ihr den Wurz auch nicht günstiger bekommen, also stellt mich bitte nicht als Wucherer dar. Hört her, ich weiß genau, was ihr denkt.
Dieser skrupellose Bastard, wie gierig, wie böse und so weiter und so fort, aber so ist das nicht. Glaub mir einfach. Was ist also? Wollt ihr etwas kaufen? Ansonsten lasst mich in Frieden. Weitergehen. Na los, geht weiter! Ungeziefer. Der Sand. Es ist doch immer dasselbe mit diesen Männern. Thank you.
Aber ich habe einfach nicht so viel. Was soll ich denn noch groß tun? Bitte, Madame, ihr müsst das doch verstehen. Und ihr müsst verstehen, dass wir auch nur Botschafter sind. Eine Rate, die ihr nicht bezahlt, ist eine Rate, die wir dem Vater nicht überbringen können. Und das Letzte, was wir wollen, ist, den Vater zu enttäuschen. Oder, Ruban? Nein, das wollen wir nicht. 500 Groschen bis Anfang nächster Woche. Dann werden wir dafür sorgen, dass dieser Ort hier seinen Namen auch verdient. Ja, Madame, natürlich. Na dann, ihr hört von uns. Was zum... Ihr? Ich... Hört her. Zu eurem eigenen Wohl rate ich euch umzudrehen. Das ist nichts, in das ihr verwickelt werden wollt. Wirklich nicht. Nein, ich war nur leichtsinnig und jetzt muss ich mit den Folgen leben. Vor ungefähr 2 Jahren ist mein Sohn gestorben. Ertrunken in den Kanälen. Ich konnte nicht damit umgehen und dementsprechend ging das Geschäft den Bach runter und, naja, ich habe mich nach Hilfe umgesehen. Ja, den Rest könnt ihr euch vermutlich denken. Was bleibt mir denn anderes übrig? So traurig es ist, das Geschäft mit dem Tod und damit den Apothekarii ist die einzige wirklich verlässliche Einnahmequelle, die ich habe. Wenn ihr das fragt, kennt ihr die Ralata nicht. Ich hoffe, ihr meint das nicht ernst. Als würden die sich ihre Rüstung hier unten schmutzig machen. Ja, ich weiß. Aber auch nur 10 Groschen weniger und ich kann die nächste Rate nicht mehr decken. Es ist egal, was ich mache, es ist das Falsche. Gute Frage. Was nun? Ich habe keine Wahl, oder? Na schön, jetzt lasst mich in Frieden. Ihr habt genug Unheil angerichtet. Einen schwangeren Leoren, ihr meint es ernst. Woher? Vergesst es, ich frag besser nicht. 1000 Dank, Fremder. Ihr habt heute viele Menschenleben gerettet. Thank you.
Messer. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Einen Groschen, Misère. Bitte nur einen. Thank you.
guten Abend. Messer? Zeiten sind das. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Naja. Einen Obolus? Der Herr wird es euch vergüten. Was? Geht weiter. Was wollt ihr? Mich begaffen? Verschwindet. Thank you.
einen. Ja.